Ein herzliches Willkommen mal wieder bei der Steinemeisterei. Heute wieder mal mit einem Lego Friends Set, speziell natürlich für unsere weiblichen Lego Freunde, Lego Fans. Die sprechen wir damit ja wahrscheinlich am meisten an. Vielleicht gibt es auch Jungs, die damit spielen, auch kein Problem. Ich habe es ja schließlich auch aufgebaut, also man sollte sich deshalb nicht schämen. Okay, heute das Lego-Video Nummer 7 in meiner Liste. Wie schon erwähnt, ein Lego-Friends-Set mit der Setnummer 41011. Die Setbezeichnung lautet ganz einfach Fußballtraining mit Stefanie. Stefanie ist also hier heute unsere Hauptakteurin. Das Set kommt aus dem Jahr 2013, hat 80 Einzelteile und wir haben dabei eine Figur plus ein Hund, beziehungsweise ja, ein Tier. Jo, mal das Set im Überblick. Fangen wir wieder mal mit dem Karton an. Ein kleiner Karton, Abmaße glaube ich so um die 20 x 20 cm. Altersbegrenzung 12 Jahre, so empfiehlt es Lego ja immer 5 bis 12. Kann man auch später noch zusammenbauen, kein Problem. So, hinten, da ist ja noch unsere Stefanie und unten wieder unsere anderen Akteure, ne, wie sie alle heißen. Die Andrea, die hat man im letzten Video gehabt, glaube ich. Ja, das ist der Karton. Wie immer, nichts Besonderes. Stelle ich mal wieder eben hier hinten hin. So, wir haben auch dabei eine Anleitung. So, wir haben Seiten übersichtlich 25. Das war es eigentlich schon. 25 ist die letzte Nummerierung. Das ist halt auch fertig. Dann kennen wir es ja nicht anders. Hier noch ein bisschen Vorschau. Hier sehen wir schon die sogenannte Heat Lake City. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Na, also hier gibt es eine ganze Menge zu erleben, glaube ich. Bisschen Ausschau. Gibt es noch andere Sets. Alles Lego Friends. Die Inventarliste. Hinten das Cover. Das war die Anleitung. Ich war hier hin. Okay, was haben wir denn hier mal wieder dabei? Der Name verrät es ja schon, Fußballtraining mit Stefanie. Was haben wir also? Ein Fußballplatz. Auf jeden Fall haben wir mal ein Fußballtor, welches da ist. Recht breites Tor, oben rot-weiß, im Schrankenlook. Und ja, von der Seite sieht es eben so aus. Steht stabil. Dann haben wir hier auch gleich schon unsere Stefanie als Torwart mit der Nummer 7. Von hinten. So sieht es aus. Die Stefanie. So, die stelle ich dann auch gleich wieder mal ins Tor. So, was haben wir noch? Wir haben den Hund mit einer ganz netten Schleife oben drauf und einem kleinen Knochen. Uiuiui, der ist aber wirklich klein. So, dann habe ich hier ein bisschen gerätselt, was denn das sein soll. Das ist, glaube ich, so denke ich mir, ist das Prinzip als Slalom gedacht. Hier kann also der Hund beispielsweise Slalom rennen. Das denke ich mir mal so zumindest. Und dann haben wir hier noch unsere Abschussvorrichtung für einen Ball. Quasi eine Art Trainingsstation. Und da dachte ich mir, kann man eben Folgendes mitmachen. Nehmen wir mal hier unseren kleinen Hund. Der kann da jetzt mal eben so hier rauf. Ah, jetzt macht das eben gerade nicht. Meist mal mit der Hand. Zack und swuppdiwupps. Da war die, da war der Ball im Tor oder schon wieder weiter. Ja, das ist also hier so als Abschussvorrichtung dienen. Eigentlich ganz neckisch. Kann man den Ball wieder rauflegen, kann es nochmal zeigen. Zack, Stefanie hat gehalten, wunderbar. Ja,
Wenn denn alles zu viel wird, kann man sich natürlich auch mal eine kleine Pause gönnen. Das ist hier also unser kleiner Pausenbereich, unsere kleine Pausenbank mit Dach, falls es mal regnet. Wir haben also draußen wieder ein paar nette Blümchen. Wir haben hier drin Sitz- bzw. Liegeplatz, ein Stückchen Obst, eine Banane, einen Trinkbecher. Und hier außen, das ist ganz cool gemacht, habe ich so noch nicht gesehen, ein Wasserspender mit Wasserhahn. Jetzt ist mir doch schon wieder der Hund umgekippt. Mit Wasserhahn und hier mit einem kleinen Knopf, wo man dann, sage ich mal, ja, Wasser rauslaufen lassen könnte, wenn es denn echt wäre. Ist aber wirklich sehr gut nachgebaut. Also das sieht wirklich richtig gut aus, muss ich sagen. Wieder mal ein großes Lob an die Lego-Designer. Die haben sich hier wieder kräftig mal Mühe gegeben. Es sind auch gerade diese kleinen Sets, die verdammt viele Details haben, muss man sagen. Ne? Also man sagt ja immer, ach, so ein kleines Set, aber hier stecken wirklich doch ein ganz paar Details drin. Ja, da wären wir auch schon durch mit dem Video. Ich stelle doch mal alles zusammen. Hier haben wir noch unseren Knochen als Belohnung für unseren kleinen Wauwi. Den Ball lege ich mal wieder hier oben hin. So, wer den Ball vielleicht noch sehen möchte, hier ist also wieder so ein kleines Zeichen noch oben. Okay. So, ich zoome noch mal raus und fasse noch mal zusammen. Wir haben hier das Lego-Set mit der Nummer 41011, ein Lego-Set aus der Friends-Serie. Fußballtraining mit Stefanie, so wird es bezeichnet, kommt aus dem Jahr 2013, hat 80 Einzelteile plus eine Figur plus Hund. Das war's zu dem Video Nummer 7. Das nächste Video, das wird mal wieder was Spannendes. Ein Lego-Set aus der City-Serie, ein ganz aktuelles. Ich sage nur Waldbrandstufe 4. Es wird ein Löschflugzeug wahrscheinlich vorgestellt, ein großes Löschflugzeug. Und ja, mehr möchte ich noch nicht verraten. Dann schaut euch mal das Lego-Video Nummer 8 denn an. Mal sehen, wenn ich es veröffentlichen werde. Diese Woche vielleicht nicht mehr, spätestens aber nächste Woche. Und auch danach habe ich schon wieder spannende Projekte vorbereitet. Es geht also wie immer spannend weiter. Also vielen Dank auch für das Zuschauen dieses Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Da habe ich auch mal so ein kleines Feedback, dass ich vielleicht meine Arbeit doch nicht ganz schlecht mache. Ja, entscheidet ihr selbst. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.